Anruf vom unbekannten Commander. Sie wollen sicher auch ein paar Worte mit ihm wechseln. Auf jeden Fall. Shepard, Edie hat anscheinend einige interessante Daten extrahiert, bevor das Schiff der Konnektoren wieder online war. Okay. Ich kann Ihnen nicht trauen. Ist oben links, unten links, was zum Teufel geht hier vor? Und sie hat noch mehr gefunden. Ich nehme mal oben links. Weil er hat uns ja in die Falle gelockt. Er wusste es. Edie hat gesagt, das Notsignal kam von den Kollektoren. Sie haben uns hintergangen, wie ich es erwartet hatte. Wir sind im Krieg. Die Kollektoren verschleppen Menschen. Und jede vergeudete Sekunde hilft dem Feind, sich vorzubereiten. Ich weiß, worum es hier geht. Aber obwohl wir auf derselben Seite stehen sollten, kann ich Ihnen nicht trauen. Ohne diese Information erreichen wir die Heimatwelt der Kollektoren nicht. Und dann sind Sie und alle anderen Menschen so gut wie tot. Es war eine Falle. Aber ich habe auf Ihre Fähigkeiten vertraut. Und vergessen Sie Edie nicht. Damit konnten die Kollektoren nicht rechnen. Warum belügen Sie mich? Ist links die Mitte? Oben rechts? Es hätte andere Wege gegeben. Dann Mitte rechts? Was haben wir rausgefunden? Und unten rechts nie wieder, ist das klar. Ich nehme links. Warum belügen Sie mich? Sie hätten mir von dem Plan erzählen können. Sie sagen, ich sei wichtig und tun doch ihr Möglichstes, mich umzubringen. Die Kollektoren mussten glauben, dass sie im Vorteil waren. Sie hätten die Wahrheit an vielen Details erkennen können, wenn ich sie vorher informiert hätte. Außerdem hätte ich sie nicht da reingeschickt, wenn ich Zweifel an ihrem Erfolg gehabt hätte. Oh Mann. Es hätte andere Wege gegeben, werde ich jetzt wählen. Ich setze meine Leute nicht aufs Spiel. Es gibt immer Alternativen. Sie mögen ihre derzeitige Rolle nicht. Würde mir auch so gehen. Aber die Fakten geben mir recht. Auch wenn Sie solche Entscheidungen vermeiden wollen, müssen sie getroffen werden. Aber viel wichtiger ist doch, es hat sich gelohnt. Edie hat unseren Verdacht bestätigt. Die Schiffe der Reaper und der Kollektoren benutzen ein neues System zur Freund-Feind-Kennung, das die Portale erkennen. Wir müssen lediglich so ein FFS in unsere Hände bekommen. Oh Mann. Jetzt könnte ich ihn wieder zusammenscheißen. Ein bisschen spät für diese Info. Wie stellen wir das an? Ich nehme mal das Rechte. Sie haben sicher bereits einen Plan. Momentan arbeitet ein Wissenschaftlerteam in einem verlassenen Reaper daran. Sie müssen dorthin und sein FFS holen. Was, noch ein Reaper? Wo haben Sie denn einen verlassenen Reaper gefunden? Ein Wissenschaftlerteam der Allianz hat kürzlich festgestellt, dass die große Kluft auf dem Planeten Klendagon in Wahrheit ein Einschlagskrater einer Massenbeschleunigungswaffe ist. Ein sehr alter Massenbeschleuniger. Ich habe ein Team auf die Suche nach der Waffe oder dem Ziel geschickt. Sie haben beides gefunden. Die Waffe war funktionsuntüchtig. Aber wir konnten den Flugweg des beabsichtigten Ziels rekonstruieren. Ein 37 Millionen Jahre alter verlassener Reaper. Wir fanden ihn beschädigt und im Gravitationsfeld eines braunen Zwergs gefangen. Ein brauner Zwerg? Das ist... das ist quasi ein Stern, der es nicht geschafft hat, zum Stern zu werden, wenn man so will. Also ein Planet, der so heiß war, aber trotzdem nicht ausgereicht hat, sich zum Stern zu verwandeln. Sind braune Zwerge nicht im Prinzip Sterne, die es nicht geschafft haben? Einfach formuliert, aber korrekt. Es sind Gasgiganten, die nicht genug Masse haben, um Sterne zu werden. Rechnen Sie mit Stürmen und extrem hohen Temperaturen. Der Reaper hat ein Masseneffektfeld, das ihn im Orbit hält. Wahrscheinlich eine automatische Reaktion auf die externen Gefahren. Er ist stabil, aber sicher würde ich das nicht nennen. Okay. Ja, wie soll ich denn sowas aufhalten? Wir haben doch noch keine Technik. Selbst Cerberus hat nichts. Oder doch? Ich habe gesehen, was die Sovereign mit der Flotte der Citadel gemacht hat. Kaum vorstellbar, dass man etwas so Mächtiges überhaupt aufhalten kann. Das Schiff ist ein Relikt aus einem Krieg. Zu einer Zeit, als auf der Erde die Säugetiere ihre ersten Schritte gemacht haben. Von der Spezies, die geschossen hat, gibt es keine Spur mehr.
Vielleicht war es ihr letzter Widerstand, bevor sie ausgelöscht wurde. Okay, wo ist der Haken? Ich habe das Gefühl, wir werden nicht einfach reinschneien und ein Päckchen abgreifen. Wir haben den Kontakt mit Dr. Chandanas Team verloren, kurz nachdem sie an Bord gegangen waren. Erste Nachforschungen brachten keinerlei Hinweise und es war zu riskant, weitere Ressourcen einzusetzen. Aber jetzt brauchen wir das FFS. Ich sende Joker die Koordinaten. In der Zwischenzeit sollten Sie Ihrer Crew sagen, dass ich Ihr Leben nicht grundlos aufs Spiel gesetzt habe. Das würde das weitere Vorgehen erleichtern. Edie, versammeln Sie die Crew. Wir haben viel zu besprechen. Natürlich, Shepard. Was geht in so einem Typ nur vor? Was? Der Unbekannte hat uns also nicht verkauft. Ich hätte es fast geglaubt. Hat uns belogen. Uns benutzt. Brauchte Zugriff auf die Datenbanken der Kollektoren. Notwendiges Risiko. Gefällt mir trotzdem nicht. Wenn er sowas nochmal versucht, sind die Kollektoren das geringste seiner Probleme. Edie, sind Sie sicher, dass das FFS funktionieren wird? Meine Analyse ist korrekt, Shepard. Ich habe auf Basis der Navigationsdaten aus dem Schiff der Kollektoren auch die ungefähre Position ihrer Heimatwelt ermittelt. Das kann nicht stimmen. Ja, ich sehe es selber. Es ist das Zentrum der Galaxis. Es muss stimmen. Edie ist, denke ich mal, fehlerfrei. Edie macht keine Fehler. Die Heimatwelt der Kollektoren befindet sich irgendwo im Kern der Galaxie. Kann nicht sein. Im Kern sind nur schwarze Löcher und explodierende Sonnen. Es gibt dort keine bewohnbaren Planeten. Könnte etwas Künstliches sein. Eine Raumstation. Geschützt von starken Masseneffektfeldern und Strahlungsschilden. Nicht mal die Kollektoren verfügen über die dazu nötige Technologie. Ja, die Sovereign schon. Die Kollektoren sind nur Handlanger unseres wahren Feindes und wir haben alle gesehen, wozu ihre Meister fähig sind. Sie haben die Massenportale und die Citadel gebaut. Wer möchte behaupten, dass es ihnen unmöglich ist, eine Raumstation inmitten von schwarzen Löchern zu errichten? Kein Wunder, dass noch nie jemand von einem Sprung durchs Omega-4-Massenportal zurückgekehrt ist. Die logische Schlussfolgerung ist, dass es auf der anderen Seite des Portals eine kleine Sicherheitszone gibt, in der Schiffe sich aufhalten können. Die üblichen Protokolle für den Portaltransit wären nicht sicher. Abweichungen von mehreren tausend Kilometern sind dabei normal, und das wäre im Kern der Galaxie fatal. Die Reaper FFS setzt im Portal wahrscheinlich verschlüsselte und weitaus fortschrittlichere Protokolle in Kraft. Okay, stimme ich zu, aber ich brauche noch mehr Leute. Nur weil wir den Kollektoren durch das Portal folgen können, bedeutet das nicht, dass wir sie auch besiegen. Ich will erst hinterher, wenn ich weiß, dass wir dazu bereit sind. Früher oder später brauchen wir das FFS sowieso. Warum also warten? Es ist ein verlassener Reaper. Was ist, wenn die Kollektoren auf uns warten? Bevor wir dieses Risiko eingehen, sollten wir erst unser Team verstärken. Richtig. Weiter Team zusammenstellen. Je mehr Leute wir auf unserer Seite haben, desto höher sind unsere Erfolgschancen. Wir müssen weiterhin das Team verstärken. Es ist Ihre Entscheidung, Commander. Wie sie auch ausfällt, wir stehen hinter Ihnen. Gut. Das ist erledigt. Jetzt muss ich halt den Reaper untersuchen. Und die FFS beschaffen. Aber erst muss noch einiges gemacht werden. Hier, Kazumi Goto ist ein DLC Söldner bzw. Crewmitglied, das ich anheuern kann. Plus 7 abtrünnig? What the fuck? Habe ich wieder rote Pünktchen gekriegt und das gefällt mir gar nicht. Warum habe ich die gekriegt? Na gut, es hält sich noch in Grenzen. Ich wollte sie eigentlich nicht haben, aber kriegst du öfters mal mehr aufgeschwatzt, als du willst. So, Schadensschutz. Haben wir mal ein bisschen Faschung rein. Und noch mehr. Und dann der Feldgenerator. Zack. Dann hier Tech-Schaden.
Dann gibt es noch eins. Tech-Dauer. Jawohl. Alles nur für ein bisschen E-Zero. So, da gibt es nichts mehr. Prototypen. Aber die Kane, die will ich unbedingt haben. Kostet halt was. Aber im Moment habe ich auch nicht mal genug Iridium. Werde ich mir aber noch holen. So. Gut. Ich habe die Vertrauensmission von der Miranda habe ich schon gemacht. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Oh Gott. Das wird viel sein jetzt. Eingehende Nachricht von Admiral Stephen Hackett, Allianz Hauptquartier. Commander Shepard, ich muss mit Ihnen eine heikle Angelegenheit unter vier Augen besprechen. Ich gehe in meinem Quartier ran. Okay. Mal sehen, was es ist. Wird auf jeden Fall wieder Arbeit sein. Commander, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich mache es kurz. Wir haben eine Undercover-Agentin im batterianischen Sektor. Sie heißt Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson hat vor kurzem gemeldet, sie sei auf einen Beweis für eine bevorstehende Reaper-Invasion gestoßen. Warum rufen Sie denn mich an? Heute Morgen habe ich erfahren, dass die Batterianer sie verhaftet haben. Sie wird in einem geheimen Gefängnisaußenposten wegen Terrorismus festgehalten. Sie müssen in das Gefängnis eindringen und sie rausholen. Und tun Sie mir den Gefallen und erledigen Sie das alleine. Okay, untersuchen. Terrorismusanklage. Was macht Dr. Kenson eigentlich da draußen? Sie ist eine Undercover-Agentin, Shepard. Wir haben so wenig Kontakt wie möglich. Angeblich ist sie einem Gerücht nachgegangen, dass sich in dem System ein Reaper-Artefakt befindet. Laut ihrem letzten Bericht hat sie es gefunden. Okay, untersuchen Dr. Kenson. Was können Sie mir sonst noch über die Agentin erzählen? Amanda ist eine Top-Wissenschaftlerin und Allianz-Agentin, die im batterianischen Sektor operiert. Ein riskanter Auftrag und sie ist eine der wenigen, die ihm gewachsen ist. Ich kenne sie schon ziemlich lange, Commander. Ich lasse sie nicht in einem batterianischen Folterknast verrotten. Gut, ich werde sie raushauen, denke ich. Was gibt's da für Infos über die Reaper-Invasion? Wollen die jetzt echt schon einen Großangriff starten? War das letzte im ersten Teil nicht schon schlimm genug? Ich dachte, die Allianz leugnet die Reaper-Bedrohung. Muss ja ein ziemlich eindeutiger Beweis sein. Kensons Team hat im batterianischen Sektor ein Artefakt gefunden. Sie glaubt, dass es ein Gerät der Reaper ist und beweist, dass sie tatsächlich eine Invasion planen. Ich kenne sie schon lange. Wenn sie von einem Beweis spricht, sollte man der Sache nachgehen. Okay, untersuchen? Solo-Mission. Warum soll ich da alleine hin? Ich habe eine verdammt gute Truppe. Die würde mir bestimmt helfen. Kenson und ich sind befreundet. Wenn die Batterianer einen Trupp bewaffneter Soldaten sehen, bringen sie sie um. Die Lage ist ernst, Commander. Gehen Sie allein oder lassen Sie es ganz bleiben. Okay, untersuchen. Beziehungen zu den Batterianern. Es wird den Batterianern nicht gefallen, wenn die Allianz in ein geheimes Gefängnis einbricht. Das ist keine Allianz-Operation. Da rettet lediglich eine Einzelperson aus Freundschaft eine andere. Wäre das Ganze eine offizielle Mission, wären die Batterianer natürlich stinksauer. Bleiben Sie diskret, Shepard. Dann gibt es keinen Anlass zur Sorge. Okay, ich rette die Frau. Ich werde sie auf jeden Fall retten. Ich räume der Sache Vorrang ein. Das Gefängnis ist unterirdisch in einem batterianischen Außenposten auf Aratot. Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Sobald sie in Sicherheit ist, überprüfen Sie Ihre Entdeckung. Besprechung nach Ihrer Rückkehr. Verstanden. Hackett Ende. Gut, ich werde das machen. Das ist wieder ein Haufen Arbeit. Aber ich mach's. Ich hab's versprochen. Also werde ich's machen. Hier. Gut, gehen wir ins Kitzen. Machen das am besten mal gleich. Fane würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Okay, ja. Nee, das muss jetzt warten erstmal. Jetzt erstmal diese eine Missy. Dann rede ich mit ihr, mit dem Thane. Würde mir wahrscheinlich erzählen wegen seiner Krankheit, was er hat. So, Massenportal.
Na komm. So, Projekt Overlord. Ne, das ist es nicht. Ich habe so viel Gremium-Karaffel freigeschaltet, das ist irre. So, Tuchanga, Ilium, Omega. Oh Mann. Ja, wo ist es? Dr. Kensen retten, da unten. Vipernebel. Da seht man, ganz schön viele Dinge wieder freigeschaltet, ne, durch das Gremium-Zeug. Okay, Aratot. Aber erstmal hier ein bisschen lutschen. Ist hier in dem Asteroidengürtel ja auch was unterwegs? Fliegen wir den mal schön kreisrund ab. Könnte ja sein, dass hier auch ein Mini-Planet ist. Hier sieht aber soweit gut aus. Gut, dann werden wir das hier erstmal abernten. Oder hat auch schöne Farbe. Das ist richtig geil. Lila und ein bisschen grün. Bisschen braun. Das ist richtig geil. Wie heißt denn das Ding? Bastsuda. Die Infrastruktur des Wasserstoff-Helium-Gas-Giganten Bastsuda sammelt Helium 3 und wird von militärischen Raumstationen beschützt. Es gibt unzählige Spionagesatelliten, die sowohl nach unerwünschten Eindringlingen wie auch nach Flüchtigen Ausschau halten. Jedes Hinweis für Reisende. Die batterianische Hegemonie betrachtet jede Präsenz von Militärschiffen der Allianz im batterianischen Sektor als feindseligen Akt. Die Normandy SR-2 ist zwar ein unabhängiges Schiff, sieht aber der Normandy SR-1, einem Allianzschiff, sehr ähnlich. Der Einsatz von Tarnsystemen wird dringend empfohlen. Okay, Entfernung zur Sonne 8,9 AE, Umlaufzeit 26,6 Erdjahre, Radius 65.015 Kilometer, Tagesdauer 13,1 Erdstunden. Ja, dann machen wir das mal. So, hier, ich lutsche euch heimlich mit Stealth leer quasi. Stealth lutschen. Stealth lutschen, das ist auch wieder was Geiles. So, hier. Mal her, das Ding. Sonde gestartet. So, das ist mal ein bisschen zur Entspannung quasi. Muss ja nicht mehr, tödliche Action hier haben. Okay, das geht ein bisschen höher. Na, komm. Ich hatte dich doch gerade so schön hochgetrieben. Ja. So, machen wir es so. Sonde unterwegs. Sehr schön. So, hier. Ui, guckt euch das mal an hier. Da geht es auch schön hoch. Starte Sonde. Jawohl, ja. Ui, ui, ui. So, hier. Sonde gestartet. Da ist auch wieder einiges am Palladium rausgelutscht. Ich muss auf jeden Fall noch möglichst viele Planeten leer lutschen. Okay, jetzt habe ich hier die Wahl. Nehme ich erstmal das. Sonde. So. Na komm, 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 komm. So, hier. Sonde unterwegs. Schön. Gib mir mehr. Noch ein bisschen. Na komm. Okay, das ist das. Sonde gestartet. Gibt's nicht mehr. Aber ich nehm's trotzdem. Bin sehr dankbar für jedes Quäntchen, was du mir lieferst. So, hier. Sonde gestartet. Muss unbedingt noch einiges mehr werden hier. Okay, was mache ich denn jetzt da? Ich brauche Iridium. Palladium habe ich ja noch genug. Starte Sonde. Egal, gibt es mal von jedem ein bisschen was. So, hier. Okay, das steigt auch wieder so komisch an. Sonde gestartet. So, ui. So, starte, jetzt gibt es noch ein bisschen Platin, noch ein bisschen Palladium dazu. Freihaus. Quasi. So, hier. Starte Sonde. Ui. Ui, ui, ui. Ja. Sonde unterwegs. Okay. So. Starte Sonde.
Ja. So, hier haben wir wieder eine schöne Spitze. Sonde gestartet. Da ist aber immer noch einiges da. Immer noch ein bisschen was zum Weglutschen. So, hier. Sonde Ecke. Unterwegs. Machen wir auch noch weg. Darf ich schon gleich wieder Sonden holen gehen? Ah, das ist nicht so schön. Die Dinge immer so. Ui. Okay, hier schlägt es richtig aus. Jetzt wieder leer Sonde sein. Sonde unterwegs. Jawohl. Gut. Gehen wir weg. So, hier landen wir mal da. Aratot. Wie der Mount Everest in einem Ofen, so hat John Grissom Aratot beschrieben, als er bei einer Erkundungsmission für die Allianz herausfinden sollte, ob die Gartenwelt es wert war, mit den Batarianern auf Konfrontation zu gehen. Sein Team kam letztlich zu dem Schluss, dass Luftdruck und Sauerstoffgehalt des Planeten für eine Besiedlung durch Menschen im großen Stil zu niedrig waren. Dadurch wurde ein politischer Streit zwischen den Batarianern und dem Komitee für bewohnbare Welten des Zitadellrats beendet, der fast ein ganzes Jahr gedauert hatte. Zudem hat die batarianische Hegemonie fast schon unauffällig die Polarregion des Planeten kolonisiert, wo die Hitze infolge schwerer Regenfälle erträglich ist. Okay. Das Ministerium für Informationskontrolle der Hegemonie hält nähere Informationen über die Kolonie streng geheim, aber einiges ist doch bekannt geworden. Es ist eine groß angelegte Operation zur Steigerung des Sauerstoffgehaltes im Gange. Ja, Facharbeiter setzen kontinuierlich Cyanobakterien in den Ozeanen frei und bepflanzen die bewohnbare Zone mit invasiven Pflanzenspezies. Sklaverei existiert hauptsächlich in der ausgedehnten Bergbauindustrie des Planeten, die reichen Vorkommen an Eisen und Schwermetallen abbaut. Der Allianz-Geheimdienst hat außerdem bestätigt, dass es in der Kolonie mehrere militärische Anlagen der Batarianer gibt, was angesichts der relativen Nähe des Planeten zum lokalen Cluster der Erde und dem Exodus-Portal durchaus als bedrohlich zu werden sind. Zur Infrastruktur gehören zahlreiche Satelliten und Raumstationen. Edis Hinweis für Reisende. Die batarianische Hegemonie betrachtet, ja gut, das habe ich vorhin auch schon vorgelesen. Da können sie, muss ich halt wieder mit Stealth fliegen. Entfernung zur Sonne 1,15 AE, Umlaufzeit 1,2 Erdjahre. Radius 4.757 Kilometer. Tagesdauer 20 Erdstunden, atmosphärischer Druck 057. Oberflächentemperatur 55 Grad Celsius. Oberflächengravitation 0,71 g. Gründung der Kolonie 2162 c. Population geschätzt 90.000 frei und 215.000 andere. Das heißt, die haben über 200.000 Sklaven da drauf. Hauptstadt ist Ektach. Gut, landen wir mal. Ich habe jetzt wieder 5 Punkte, wo ich investieren könnte. Ich werde mir das auch mal verkneifen. Und lass das mal gehen. Jetzt muss ich da echt ganz alleine aufräumen. Das kann jetzt was werden. Mal hoffen, dass sie mich jetzt nicht schon gesehen haben. Sonst sieht es ziemlich schlecht für mich aus. Okay, was ist das hier? Ah, Leistungsrelais. Jetzt habe ich die Energieversorgung abgeschaltet. Jetzt schleiche ich mich hier mal rein. Gleich. Okay, hier gibt es aber auch keine Kisten oder irgendwas. Gut, ich laufe mal leise. Obwohl im Endeffekt ist es nicht wurscht, die hören es und sehen es so oder so. Bis jetzt ist hier aber noch keine großartige Feindaktivität zu sehen. Okay, das ist irgendwie ist das kaputt. Ja. Das sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Na, bravo. Aber gut. Das heißt für mich, ich muss jetzt da unten durch. Sie haben uns gesehen. Ach, Scheiße.
das Ding. Aaron, die Batarianer schicken ihre Gefangenen bestimmt nur zum Sterben hier runter. Ich muss Dr. Kansen rasch finden. Oh, shit. Okay, jetzt geht die Brücke. Da hat noch ein zweites Kabel gelegen. Kann man da auch runtergehen? Nee. Gut. Oh Mann, ey. Das ist voll... Das ist noch ein Warren. Da ist alles tot. Okay, hier geht's weiter rein. Sonst gibt's hier nichts. Noch ein toter Warren. Was ist denn hier passiert? Sind alle wahrscheinlich vor Hunger umgekommen. Okay. Oh Mann, was war jetzt das gerade für Viech? Ganz schön runtergekommen. Selbst für ein Gefängnis. So, der ist platt. Oh, zum Glück habe ich noch Brandmunition aktiviert. Da ist es nicht so... nicht ganz so tragisch. Bring den Menschen zum Verhör. Hände weg! Oh Scheiße, ich muss das Ding abstellen. Aber wie mache ich das? Wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter dafür? Oh Scheiße, ich muss die befreien. Jeden Preis. Oh. Okay. Kann man das umstellen? Das ist jetzt natürlich gemein. Richtig gemeines Rätsel. Okay, jetzt muss ich da durchrennen, ne? Wahrscheinlich. Ah, Scheiße. Da komme ich so nicht durch. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Gut. Also da hinten rein, das Ding... Oh-oh. Kampfmuppes! Kampfmuppes! Wieder so ein Kampfmuppes. Weh. Okay. Uiuiuiui. Gut, jetzt habe ich hier Druck abgelassen. Das ist gut. Okay, hier gibt es ein Logbuch. Angeblich wimmelt es im Asteroidengürtel von Menschen. Wie Ungeziefer. Ist man denn nirgends sicher vor denen? Wir sollten sie alle auslöschen. Vergiss es. So, hier ist ein Spind. 400 Credits, okay. Ui, was ist denn das? Damit lässt sich was anfangen. Geil, Munition für schwere Waffen. Jawohl, das kann ich alles gebrauchen. Und hier ist versperrt. Okay, hier gibt es sonst nichts mehr. Muss ich zusehen, dass ich da hinten trotzdem wieder irgendwie rumkomme. Das war ein bisschen dicht. Ein bisschen dicht vor der Rübe. So, jetzt. Wie komme ich hier rein? Ist da irgendwo ein Sicherungskasten oder irgendwas? Das ist gar nichts. Ja, das sind tödliche Laserstrahlen, gehe ich mal davon aus. Ja toll, da komme ich nicht rein, weil ich den Code nie weiß. Ich speichere mal ab. Gucke, was jetzt passiert. So, ich muss hier mal ein bisschen was löschen, das alte Geraffel. Ich habe zu viele Spielstände. So. Gut. Gehen wir mal, ob wir da durchkommen. Da ist jemand in der Kanalisation. Okay, das geht. Lass die Warren frei. Oh, Scheiße. So. Lass mich rein, du Sack. Okay, ich kann da nichts machen. Das Ding bleibt gesperrt. Jetzt sind sie halt gewarnt. Das ist, glaube ich, ein Fehler gewesen. Zu riskieren. Okay, das ist gut so. Irgendwo muss es weitergehen. Und keine Hilfsanzeige. Oh Mann.
ging es denn da weiter? So, jetzt gehen wir hier mal durch. Oh, oh, oh. Ich höre Waffen rascheln. Diese geladen werden. Das heißt, diese Teufel sind mal weit. Nicht mehr weit weg jetzt. So. Gespeichert ist. Jetzt stelle ich mir hier die Frage, wie es hier weitergeht. Okay, hier. Hey, Möbel. Oh, das sind schöne Designermöbel, nur leicht gebraun, gebraucht und verkrustet. Haben vielleicht so bestimmt ein bisschen zu viel drauf gepupst oder so. Sonst hätte ich sie mitgenommen. Sie ist immer noch unten im Gefängnis. Ich würde sie einfach umlegen. Einen Menschen zum Verhören ist Zeitverschwendung. Ja, das denkst du. Ich gehe aber trotzdem hin und blase dich jetzt weg. So, hier. Ja. Und tschüss. Guck, so leicht geht das. Ich stelle aber sicherheitshalber trotzdem mal um auf andere Munitionssorte. Machen wir die Simon. Das dürfte denen auch nicht so gut schmecken. So, hier unten. Ey, da ist. Was ist denn das da hinten? Komme ich aber nicht rein. So. Ui, da ist ein Spind. Haben hier wieder 400 Credits. Ist hier sonst noch irgendwo was zum Stibitzen? Ich würde gerne weiter stibitzen. Okay, hier geht es nicht weiter. Nicht wirklich. Egal, gehen wir trotzdem mal durch. So. Was? Was war denn jetzt das? Achso, das ist eine Tür, wo ich anvisieren kann. So, jetzt will ich mal wissen, wo es hier lang geht. Portale kann man nicht beschädigen und zerstören schon gar nicht. Okay, da ist jemand drin. Werden alles tun, um es zu vernichten. Ganz sicher. Wir müssen ein Exempel für alle anderen statuieren. Terroristen darf man nicht mit Nachsicht behandeln. Okay, das sind zwei. Einen machen wir mal rein. Ja, das klingt auch lustig, dass ich das zu lasse. Na komm doch. Komm. Na guck, guck. So. Und umgefallen. Haben sie doch nichts mehr zum Lachen. Oh, die Teufel da. Okay, da sind auch wieder Spinde. Und hier ist noch ein Lock. Ich habe 47 Tage am Stück gearbeitet. Und jetzt haben wir auch noch Menschen unten im Gefängnis. Nie kann ich mal eine Pause machen. Diese Kolonie hat 300.000 Einwohner. Da müsste es doch jemanden geben, der mal eine Nacht für mich einspringt. Tja, hast du Pech. Gut, wieder 400 Credits gekriegt. GPT-2, ich weiß nicht, was das heißt. Da kommt ein Shuttle rein. Underworld. Okay. Sieht ja übel aus. Guck mal da, die Scheibe kaputt und alles kaputt, total verrostet. Immer so schön. Gut, ich werde mich drum kümmern. Ich habe gehört, in dem Asteroidengürtel wurde ein Artefakt gefunden. Und dieser Abnummernknopf. In dem Zugang ist beschränkt. Geben Sie den Autorisierungscode ein. Okay, was soll ich jetzt machen? Kransteuerung? Wie jetzt? Okay, das Ding fährt so runter. Das brauchst du aber nicht. Gut, fahren wir es wieder hoch. Oh Mann, jetzt soll ich doch... Aha. Jetzt... Verstehe ich aber nicht ganz. Was macht das jetzt? Alles zu weit. Das ist doch zu weit. Mal wieder zurück. Oh yeah. Erstmal ein bisschen rüber. So, das Looten. Guck, ob es klappt. Okay. Jo. Und wieder es klappt. Aha. Okay.
Und jetzt? Okay. Ich glaube auch nicht, dass es eigentlich so geplant ist. Nee. Was soll ich jetzt damit? Oder das einfach jetzt da abladen, oder wie? Ja. Na gut, wir können es auch so auf... Nee. Gut. Nee, das geht nicht. Gut. Dann einfach mal so. Okay, wieder hoch. Nee, das macht er aber nicht. Wieso macht er das nicht? Himmel. Was ist das für eine Technik? Ui. Okay. Jetzt kapiere ich überhaupt nichts mehr. Was ist denn das für eine Technik? Das ist wieder so ein Rätsel, von dem ich am liebsten nichts wissen will. So, hopp. Und da auch noch. Oh, das hat er auch gepackt. Jetzt kannst du es ablassen. Nee, das kannst du nicht. Kann er das da absetzen? Könnte. Wenn er will. Aber er macht's nicht. Ich kapiere das nicht, wie das gehen soll hier. Oh, Menno. Jetzt? Aha. Da würde es da wieder abladen. Aber technisch gesehen bringt es ja nichts. Gut, also nochmal hier runter irgendwie. Also. Das auch nicht. Das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Das ist technisch gesehen zu hoch. Ach, da riecht Zeug. Sieht interessant aus. Cool. Und einmal Iridium. Super. Wenn das jetzt echt alles war, was ich da machen sollte. Okay. Wo ist wieder die... Ja, sonst ist da nur die Steuerung. Oh, Mann. Also, hopp. Nochmal hoch. Eins höher, bitte. So. Gut, also hier komme ich immer noch nicht durch. Da ist auch Schicht im Schacht. Ja, was mache ich denn jetzt? Ist hier alles versperrt. Na, klasse. Eieiei. Ei, ei. Komm jetzt fest, das tut mal zu mir. Nee, nicht so. So, jetzt fährst du es her. Ja, und jetzt? Jetzt kann ich nur zurückfahren. Ich kapiere das Rätsel nicht. Ich hasse Kranrätsel. Ich will da rein. Zugang ist beschränkt. Geben Sie den Autorisierungscode ein. Wie kann ich das Ding jetzt hier verladen? Die Steuerung ist bescheuert. So kommt es wieder her. Däh. Ich blick da nicht durch. Ehrlich nicht. Jetzt sitze ich hier tatsächlich auch fest. Nerv. Ich will doch nur hier wieder raus. Ist das zu viel verlangt? Oh Mann. Na komm, ich will hoch. Lass mich hoch. So, hier. Fahren wir den mal her.
Und jetzt? Man könnte gar nichts anderes machen, selbst wenn man will. Weil da kannst du ja nichts drauf abladen, das kracht ja runter. Ich würde einen alten Chaos wahrscheinlich anrichten. Gut, ich lasse den LKW jetzt nochmal ab. Aha, jetzt blicke ich durch.